Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic the Hedgehog 2 für den Mega Drive. Wir sind wieder unterwegs hier in der Jamaica Plant. Was meinst du wieder? Das ist das, was wir hier sind. Ich bin so schon mal eine Gen gemacht habe. Okay, ich habe Generations gebracht und falls man es gesehen hat mit der Win-Leiste, ja, ich habe gerade die Leiste bekommen. Das zeichnet einen wahren Wendeszenen nutzt aus. Oh Gott, diese Aussprache eben. Oh fuck. So, komm. Wir brauchen auf jeden Fall 50 Ringe. Ich glaube, ich kann mich gleich hier umbringen. Ich doch gleich neu, ey. Ohne Scheiß, ich sterbe. Nein. Nee, ich geh mich umbringen. Weil ich finde die ganze Zeit das beste Stage so, ne. Verdammt. Wo soll die nächste beste Stage sein? Oh Gott. Ja, sie ist schon am Ziel, ne? Yep. Aber irgendwo war da die Möglichkeit für eine beste Stage, das weiß ich. Hier war mindestens eine. Und ich bin keine. Ich bin einfach zu behindert dafür, Leute. Merkt's euch. Merkt's euch einfach. Aber jetzt haben wir den Jumper geplant, ohne zu sterben geschafft. Also ohne einen beabsichtigten Suizid. Ich wollte schon beabsichtigt sterben. Könnt ihr es glauben? Wenn... Nein, dann wirst du es jetzt. So. Hier nicht runterfallen, hab keinen Bock darauf. Nochmal den... Tod meines Lebens erleiden. Aber so bin ich auf jeden Fall mal gewappnet. Muss man hochdrücken. Damit man bis zur Special Stage kommt. Mit. Oder war es falsch? Habe ich keine Ahnung. Aber jetzt kommt eine Special Stage auf jeden Fall. Na bitte. Und damit geht's jetzt auf zum 6. Emerald. Holen wir ihn uns. Und ich werde verrecken und versagen. So. So, jetzt da bleiben. Ganz knapp. Ganz knapp. Der hat noch zwei Ringe, jetzt muss ich echt viele Ringe sagen. Fuck, das war jetzt dumm. Och, Kacke. Mann. Ich hab's verkackt, ey. Oh, ohne Scheiß. Nee, kein Bock. Nee, kein Bock. Doch, ich zieh's durch. Wenn ich das nicht schaffe, dann hasse ich mich. Nee, das könnt ihr euch nicht mehr vorstellen. Der Hass wäre so groß. Das könnt ihr euch nicht mehr andere Leute vorstellen. So, jetzt warten.
habe ich schon mal. Und der ist halt keine. Geil, jetzt kann ich den jetzt sterben lassen. Verdammt. Ja, Dringe, das wird schwer. Oben bleiben. Jetzt kommt... Yep, der Checkpoint. Das könnte schaffbar sein. Mir ist so fuck egal. Kriegst du mal ein bisschen. Komm. Mir fehlt noch zwei. Haben wir es geschafft? Ja! Nice! Der sechste Emerald. Gehört mir mehr Chaos. Denn ich bin schon das wahre Chaos. So. Na dann. Gehen wir erstmal Ringe horten. Der bremst ab. Der bremst ab, die Sau. Das toleriere ich. Oh Gott. Ich dachte schon, das wär's. Weil ich denke immer so schnell. Das war's und am Ende war's nicht. So, jetzt kommt das. Da 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 da. Fuck. Oh Gott, was ist das für eine Flüssigkeit? Bestimmt Gift. Warum Gift? Weil Gift. Das ist wohl Gift, also. Oh, Alter, wie kann Sonic das da drin aushalten? Ohne Scheiße, er müsste jetzt sterben. Und es leckt. Und es liegt nicht mal an der Emulation. Nö. Das ist bestimmt irgendwas anderes im Spiel. Nur wir wissen es nicht. So, jetzt da rüber. Wupp. Da 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 da. Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh mein Gott, ich kann nichts mehr umbringen. Okay, Jack. Wir vergessen den siebten Emerald erstmal ganz schnell wieder. Wir kriegen den nicht zusammen. Jetzt kommt nämlich unser Boss. Doch, wer ist es? Bestimmt nicht Dr. Eggman. Doch. Wir spielen ein bisschen vorsichtiger. Weil man sollte vorsichtig sein bei diesem Boss wegen dem Plattform. Denn wenn man mal Pech hat, dann ist man so schnell tot. Vielleicht haben wir sogar mal hier den Bug auszulösen, den Conne mal geschafft hat. Ich weiß nicht, ob der in der alten Version existiert, aber wenn wir ihn freigeschaltet bekommen, den Bug, dann, oh ja, dann will ich auf jeden Fall auf Bild haben. Da kann ich voll mit Bran. Oh Gott, ich hab den Bug entdeckt. Ach, König Ruin. Eine schöne Zone. Da 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 da. Jetzt kommt ein Pfeil durch den Baumstumpf. Perfekt. So. Erstmal zu dir. Oben ist der Checkpoint. Jetzt müssen wir uns um dich erstmal kümmern. Ich glaube, der dachte, wir hätten ihn nicht gesehen. Verdammte Axt. Ich habe jetzt gerade so richtig fett in die Eier geschossen. Ich glaube, das war der größte Fail meines Lebens. Ach, Dad, du bist so...
Alter, der jetzt wird gejagt. Tja, der jetzt bist halt ein Opfer. Leider. Laut dem Spiel. So, nach oben. Haha, ich bin noch nicht raus. Und immer noch nicht bin ich raus. Ich bin noch immer im Rennen. So. Langsam sicher müsste mal wieder ein Checkpoint kommen. Ja, so genießt es auch. Oh Gott. Wir suchen jetzt immer nach einem Checkpoint. Wenn wir einen finden, dann benutzen wir ihn auch. Gibt es auf jeden Fall Checkpoints und Leben am Maukleiner mit Gold. Nice! Haha! Letzter Emerald! Let's go! Oh Gott, Leute, das wird jetzt eine Höllengeburt, das sage ich euch. Vor allem mit Dads. Immer müsst ihr richtig durchswitchen hier. Hä? Oh Gott. Und leider noch gefällt. Naja, ich muss mal hier reinkommen. Eigentlich ist es besser tatsächlich ganz einfach, wenn man das Grundprinzip mal kapiert. So, mal rechts. Und ich hier nicht so dumm mit den Sprüngen anstellt. So, darüber. So. Wir haben es geschafft. Mit 111 Ringen. Das war zwar gut, aber es kommt die zweite Etappe. So. Jetzt können der Rhythmus sich ändern. Rechts? Nee, einer noch. Nicht wundern. Das war gerade der nette Windows Store, weil eine neue App bei mir installiert wurde. Deswegen hat es gerade gebebt. Das kann man ja ausschalten. Hat er selbstständig gemacht. So. So. So, drüben bleiben. Mit 121 Ringen, mit 10 Ringen mehr als im vorherigen Run, gut. Damit sind wir noch besser am Start. So, 1, 2, 3, 4, 5,
Können wir weitermachen? Ja, wir dürfen den nächsten Act 210. Oh Gott, jetzt wird's gespielt. So. So. Wow. Müssen wir auch nicht Ringe scheffeln. Und wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben den letzten! Für den Erfolg einen fetten Save State. Auf jeden Fall, wir beenden auf jeden Fall noch diesen Act. Und dann beende ich den Part. Yeah, wir haben alle Emeralds. Wir haben sie alle. Was man dazu sagen muss, ich war schneller als Conan Kuhn. Wie lange hat er gebraucht? 1,5 Stunden für wie viele Emeralds? Ich hab nicht mitgezählt. So, wir laufen. Ich sag mir so herzlich egal. So, da lang. Wir schaffen das. Wir sind sehr schnell da draußen. So. Auf jeden Fall, das wär's für diesen Part. Ihr könnt natürlich wieder Kommentar, Wertung da lassen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin, schauen wir uns auch das Resort an. Und ja, Emeralds Control.